ich bin jetzt gerade unten bei den Jungs und da laufen wir jetzt mal zum Kalle und zum Monk, okay? So, mal gucken, wo sie sind, die zwei, da hinten. So, ich zeige euch, ich drehe euch mal weg von mir, da seht ihr die Ponys auch, das war jetzt die Sonne ein wenig. Ich mache mal hier ein bisschen so. Guckt mal, da sind die Ponys. Oh, wartet, wir gehen erstmal zum Fregel, der ist gerade hier in meiner Nähe. Guck mal. Hallo Fregel, guck mal, da sind die Ponys. Guck mal, Fregel. Ja, so. Gehen wir mal weiter. Kalle und Monk, die essen nämlich alle beim Smarty hier drüben. So. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Den Ponys geht es sehr gut. Die genießen die Sonne. Die vermissen euch natürlich, genauso wie wir euch ganz dolle vermissen. Gell? Aber wir halten das durch und dann, wenn das Ganze wieder vorbei ist, dann fangen wir wieder an. So, jetzt wartet mal. Oh, Ponys. Hier ist der Kalle. Guckt mal, da ist der Kalle. Winkt mal dem Kalle zu, ihr Mäuse. Er ist mit Essen beschäftigt. So, jetzt gehen wir rüber zum Monk. Monkey Monk. Ach, Giri, rutsch mal wieder. Ach ja, Monk, wie er lebt und lebt. Ah, oh, da ist der Monk. Ah, guck mal, da haben wir jetzt mal. Monkey, guck mal. Wie der Monk immer lebt, gell? Wie er ist, unser Süßer hier. Hat sich nicht verändert. Ist wie immer, gell? Unser Monk halt. So, dann laufe ich jetzt mal hoch zu euch, um euch natürlich die anderen auch mal noch zu zeigen, dass die auch alle noch da sind. Gell? Hier auf der Rente ist es ohne euch ganz, ganz dolle ruhig geworden. Wir vermissen euch wirklich ganz dolle. Unsere Action hier im Stall mit euch Ponykindern. Und deswegen, aber es ist jetzt richtig so, dass wir das erstmal durchziehen, weil je eher wir wieder Normalität haben, desto besser. Dann könnt ihr auch wieder alle zu uns kommen. Gell? So. Ihr kennt ja die Wege, es ist immer ein bisschen weit bei uns, von unten nach oben. So. Türen natürlich ordentlich zumachen, wie immer, gell? Alles ordentlich zumachen, damit uns keiner flüchten geht hier. So. Ich leg nochmal noch ein Stück ab. So. So. Und dann sehe ich auch schon unser Schimmelchen. Wartet, ich drehe es mal um, dass ihr es auch seht. Da steht ja Gasti. Und da gehen wir jetzt als erstes hin. Das, oh, aufpassen, dass ich keine Gewicht kriege hier. Von so einem Stromschlag. So. Dass das die läuft weg. Nein, die will was von mir. Hilfe. Seht ihr, auch bei mir passiert das, dass die Ponys weglaufen. Ja, wartet. Ich gleich geschafft. Basti. Schatzi, bleib mal hier. Bleib mal hier, Schatzi. Guck mal. Guck mal. Also, guck mal. Da. Unser Dusty ist auch noch da. Hat auch immer noch eine Decke auf. Und wisst ihr, was noch ist? Ganz dolle bei uns jetzt gerade. Die verlieren ganz, ganz viele Haare, die Ponys. Das müssen wir jetzt immer machen. Die ganzen Haare weg. Die Ponys putzen. Da fehlt ihr uns, ihr Mäuse. Ach, so, jetzt gucken wir mal zum Chef hier. Wer war denn der Chef bei uns? Na, wer ist der Chef in der Herde? Der Tami, gell? Dann gucken wir mal, hier ist der Tami. Hä? Da ist der Tambier. So, dann haben wir ja auch gleich noch die Chica. Die warten gerade alle aufs Essen. Da wird nämlich gerade Essen gemacht. Da ist die Chica. Ich gucke nämlich hier gerade. Wird hier nämlich gerade Essen gemacht. Ich zeige es euch mal. Seht ihr das? Da wird gerade das Futter gemacht. Deswegen stehen die jetzt gerade alle hier oben und gucken zu. Mal gucken, was wir noch finden. Die Heidi steht sozusagen jetzt gerade in meinem Weg. So. So. So, hier haben wir die Heidi. Ich hoffe, ihr seht sie. Da ist sie. Da ist die Heidi. Auch die hart ganz dolle hier. Hier, guck mal, hier. Ganz viele Haare kommen da raus. Ganz schlimm zur Zeit. Ganz schlimm. So. Dann gucken wir mal, wen wir hier noch haben. Auch ein Deckenkind. Die Peppi ist auch noch da. Okay. Wie gesagt, harren alle gerade ganz dolle. Und sind natürlich mit Essen beschäftigt. Wie immer. Das ändert sich nicht hier. So. Gehen wir mal weiter. Zu der hochfrequentierten Raufe bei uns. Weil da gibt es nämlich das ganz, ganz leckere Essen.
Da ist nämlich Luzerne drin. Unsere Ponys fressen ja am allerliebsten das Leckere. Luzerne, da sagen wir immer die Schokolade dazu. Und ist es auch für die Ponys, das ist die Schokolade. Das schmeckt denen am allerbesten. So, jetzt gucken wir mal, wen wir hier noch haben. Unseren kleinsten, nein, unseren riesengroßen, unseren Flaps. Yeah? Auch der hart ganz, ganz doll. So, dann haben wir hier noch, stehen nämlich jetzt alle hier zusammen. Balea, Chico, da drüben haben wir Lilly. Yeah? Kennt ihr ja auch, so. Da ist die Balea, große. So, rutschen wir mal hier rum. Jetzt mal unsere Minimaus mal noch sehen. Unsere Rübe. Guck, die guckt wenigstens auch mal rein, nicht wie die anderen. Da ist die Rübe. Also, ihr seht, hier ist alles noch da. Wie gesagt, ihr leider nicht. Aber das kommt wieder, ihr Süßen. So, habt ihr erstmal alle wieder gesehen. Wollt ihr noch irgendwen Bestimmtes sehen? Ich stelle mich mal ein bisschen in Schatten, damit ihr mich auch seht. So. Damit ich euch auch sehe vor allen Dingen. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. So. Will irgendwer welches Pony vermisst? Ja, genau. Welches Pony vermisst ihr am meisten, ihr Mäuse? Heidi. Ach ja, Mary Ann, das stimmt. Petro. Stimmt, Petro. Der Petro, stimmt. Den muss ich nochmal runtergehen zum Petro. Der ist natürlich auch noch da, der Petro. Da laufen wir nochmal runter. Das die, na klar. Und ihr seht, wartet mal kurz, ich zeige euch mal jemanden, weil bei mir, ihr wisst ja, ich habe auch ein Kind und die muss natürlich auch mit auf Arbeit, weil die darf ja auch nicht in den Kindergarten, so wie ihr nicht in die Schule dürft. Guckt mal, da ist mein Kind. Ja, die ist auch immer mit dabei. Muss auch mit auf Arbeit, die muss hier mitarbeiten. Seht ihr mal. So, den Monk, ja, der ist natürlich auch, gell? Ihr habt eigentlich alle unsere Ponys sehr lieb, ihr Mäuse. Wie gesagt, die vermissen euch auch ganz dolle. Soll ich nochmal runter zum Petro laufen, dass ihr ihn auch nochmal seht, unseren kleinen dicken Esel? Ja? Okay, dann laufe ich nochmal runter zum Petro. Guck mal jetzt, dass ich euch nochmal die anderen hier zeige. So, haben wir nochmal Lillilein. Hier, Rübe. Rübe. Ja, gib mir Kuschel. Genau. Gib mir Kuschel. Ja. Süß. Ja, dicke Maus. So. Flaps nochmal. Die wundern sich ja alle, was ich hier tue mit dem Telefon. Die denken sich gerade alle so, hä, was treibt die denn? Ist die blöd? Rennt hier rum und erzählt hier irgendwas. Da ist doch gar keiner, außer wir Pferde. Aber auch denen erzähle ich natürlich auch gerne was. Da ist Chico. Also, sobald wir nicht mit Halfter da sind, ist das auch voll okay, dass wir an den Chico rangehen. Der weiß nämlich genau immer, was sein Halfter ist. Gell? Ohne Halfter kein Problem. So. Dann laufe ich jetzt nochmal quer rüber. Über unseren Paddock und gehe nochmal zum Petro runter. So. Noch vorbei an Püppi und Chica. Zeige ich euch natürlich auch nochmal. Oh, da ist Püppi nochmal. Ja, Mausi. Ich habe nichts. Hier ist Chica-Maus. Ja, süße. Guck mal. Püppi. So. Heidi, da laufe ich auch nochmal vorbei. So. Da ist die Heidi. Ja, guck mal. Süße. Jo. So. Einmal quer wieder drüber. Weite Wege. So. Wir haben auch, habt ihr vielleicht mitgekriegt oder eure Eltern haben es euch erzählt, dass wir jetzt angefangen haben oder anfangen durften, schon auf die Koppeln zu gehen. Das heißt also, wenn ihr wiederkommt, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ihr eure Ponys dann von der Koppel holen müsst. Ja, also, denkt dran, wieder herkommen. Weil Ponys von der Koppel holen heißt noch weitere Wege wie jetzt schon auf dem Paddock. Aber was cool ist, dass es jetzt trocken war, wir haben keinen Schlamm mehr. Hier ist es jetzt trocken, ihr könnt also wieder normale Schuhe einpacken und müsst nicht mehr in Gummistiefeln rumlatschen und wir müssen euch nicht mehr aus dem Schlamm pulen. Also, ihr habt jetzt sozusagen kein Problem mehr, eure Ponys zu holen. So, ich sehe den Esel.
Na, erstmal wieder Zaun aufmachen. Keine Gewisch kriegen dabei, bitte. So. So. Jo. Natürlich ist auch unser Petro noch da. Sind alle Ponys noch da. Ist keins weggelaufen. So. Da ist auch unser Esel. So. Oh, wartet. Muss doch reinkrabbeln. Ah. Petro. Er läuft nicht weg. Ey. Er läuft weg. Ich renn weg. Guck, es rennt weg. Es kann sich bewegen. Es geht. Es geht. Es läuft weg. Es will nicht bei mir bleiben. Es will sich euch nicht zeigen. Sag mal, mein Pferd. Petro, bleib mal stehen. Jo, wartet. Da ist auch unser Langohr. Guckt. Auch noch da. Frech wie immer. Was auch sonst. Gell? So, ihr Lieben, das war's von mir von der Ranch. Ich gebe an Annika und Annalena und an die Sandra jetzt, die jetzt mit euch Hufschlagfiguren machen. Da haben wir uns am Wochenende Mühe gegeben, euch das auch in einem Video festzuhalten, wie ihr die ordentlich reitet. Gell? Und die zeigen euch das jetzt, wie das richtig aussehen soll. Und ihr könnt das danach reiten. Aber Anni, Sandra und Annalena werden euch das jetzt erklären. Okay? Gut, ihr Süßen. Wie gesagt, wir vermissen euch ganz dolle. Wir freuen uns, wenn es wieder normal weitergeht bei uns hier. Und deswegen sage ich Tschüss von der Ranch. Macht's gut. Bis ganz, ganz hoffentlich bald, ihr Süßen. Tschüss. Von mir an alle. Ihr habt mich ja heute noch nicht gehört, sprechen gehört, wie auch immer. Und wir wollen heute generell mit euch ein bisschen, was wir halt auch schon in Stunden sonst immer so ein bisschen mitmachen, über Bahnfiguren reden. Und leider können wir das jetzt heute nicht mit so viel Praxis verbinden, aber ich habe schon gesehen, ganz viele von euch haben ein Pferd mit dabei, ein Spielzeugpferd. Ihr könnt das auch gerne alle nochmal hochhalten, damit ich das hier sehe. Sehe ich nämlich alle. Ah, super. Sieht ja richtig schön aus. Meistens haben sogar zwei mitgebracht. Sehr cool. Also ich habe gerade tatsächlich keins, nur mein Hund. Der möchte auch mal Hallo sagen. Aber der läuft heute keine Bahnfiguren mit. Ich glaube, das müssen eure Pferde dann allein machen, aber der darf gerne hier sitzen bleiben, wenn er möchte. Genau. Und bevor wir jetzt zu den einzelnen Bahnfiguren tatsächlich kommen, habe ich erstmal vorher so ein bisschen vorbereitet, was ist denn der allgemeine Zweck und die Funktion von Bahnfiguren? Warum machen wir das überhaupt? Hat es überhaupt einen Sinn? Wie alles, was wir machen, hat das natürlich einen Sinn. Es geht dabei hauptsächlich ein bisschen um die Gymnastizierung vom Pferd, also dass wir beide Hände vom Pferd gleichmäßig belasten und auch später, das ist jetzt ein bisschen für die Fortgeschritteneren, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir hoffen ja, dass er uns alle so lange erhalten bleibt, bis wir das alle zusammen machen können, ist sozusagen ein bisschen auch für die Biegung und Stellung im Pferd wichtig und deswegen wollen wir das natürlich ganz oft und so häufig wie es geht einfach mit einbinden in den Reitunterricht. Und auch in die Ponygruppen schon, weil das verbessert im Endeffekt die Durchlässigkeit beim Pferd. Und wir schaffen damit eine Akzeptanz und eine Reaktion auf die Reiterhilfen, die wir euch beibringen. Also wir haben ja sozusagen ganz viel über Gewichtshilfen arbeiten wir, aber auch über die Drehung vom Oberkörper bestimmt und alle möglichen Hilfen, die ihr wahrscheinlich kennt. Aber darum soll es heute ja gar nicht so gehen und ich möchte mich da auch gar nicht so lange jetzt festreden. Deswegen reden wir einfach ganz kurz weiter über den Zweck, weil ihr wisst, ich kann darüber ganz viel reden. Und genau, verbessert, wenn wir das alles richtig machen und wenn das alles super gelernt wird, natürlich auch die Kommunikation zwischen dem Pferd und dem Reiter. Und warum machen wir das? Nochmal als Zusammenfassung. Es hält natürlich den Bewegungsapparat des Pferdes gesund, damit wir das Pferd sozusagen reiten können, weil das Pferd ja per se nicht dafür gemacht ist, dass wir uns da draufsetzen. Aber wir das natürlich alle gerne tun, sonst wären wir ja heute nicht hier. Und damit wir das machen können, müssen wir sozusagen einige Dinge beachten und da können uns die Bahnfiguren einfach auch helfen, um vielleicht auch Aufschluss über Defizite in der Muskulatur oder eventuelle Spannungen zu gewinnen, die das Pferd haben könnte. Genau. Und wie ich gerade schon auch erwähnt habe, das ist natürlich alles nur möglich, wenn das Pferd die richtige Muskulatur hat, damit es uns auch tragen kann. Und zur Kräftigung dieser Muskulatur können wir auch die Bahnfiguren mit einbinden ins Training,
Weshalb das ganz wichtig ist, dass ihr das alle auch macht, wenn ihr zu uns kommt. So, aber es hat natürlich jetzt nicht nur einen Sinn für die Pferde, sondern auch für den Reiter. Weil was passiert mit uns? Wir können unsere eigenen Hilfengebungen überprüfen, wenn wir Bahnfiguren reiten, können gucken, klappt das jetzt, wie ich das mache, oder klappt das nicht? Und das vielleicht auch reflektieren, warum das nicht klappt, wenn meine Hilfengebungen nicht stimmen. Und ganz wichtig, was euch bestimmt auch hilft, und deswegen möchte ich euch hier auch nochmal animieren, dass wir auch, wenn wir wieder reiten können, was natürlich hoffentlich sehr, sehr bald geschieht, dass es euch auch ein bisschen mehr Struktur und Übersichtlichkeit in der Gestaltung einer Reiteinheit bietet und ihr damit auch noch ein bisschen mehr eine Einheit mit eurem eigenen Pferd werdet und nicht mehr so viel auf die anderen Pferde achtet, die vielleicht mit auf dem Reitplatz sind. Und außerdem kennt das ja alle aus den Ponygruppen, auch aus der Ponygruppe 2.0. Wenn viele Reiter auf dem Reitplatz sind, dann hat man einfach eine bessere Ordnung im ganzen System und bei vielen Reitern in der Bahn. Also nochmal abschließend, warum machen wir das? Warum hilft uns das auch als Reiter? Es gibt uns natürlich auch Aufschluss über Defizite in unserem eigenen Bewegungsapparat, wenn wir gucken, funktioniert das jetzt gerade gut, was wir hier machen, oder klemmt es da vielleicht selbst irgendwo. Ich meine, viele von euch haben bestimmt schon mal auch mit mir oder mit den anderen Reitlehrern auch an der Longe mal ein bisschen so Armkreisen oder so gemacht. Da merkt man ja schon, irgendwann ist es ganz schön anstrengend, was ich jetzt hier mache. Oder da tut es vielleicht ein bisschen mehr weh. Und das merken wir auch an der Lenkung. Deswegen klappt vielleicht auch zum Beispiel eine Rechtslenkung nicht so gut, wenn meine eigene rechte Schulter verspannt ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, es kann uns auch sozusagen Aufschluss über eigene Defizite im Bewegungsapparat geben. Und wie ich gerade auch schon vorher weit ausgeholt habe, verbessert es aber auch die Kontrolle, die wir auf das Pferd ausüben in der Bahn. Und da wächst man so ein bisschen mehr mit dem Pferd zusammen und wird eine kleine Einheit. Ja. Unser Ziel natürlich, warum machen wir das mit euch, ist, dass wir wollen, dass ihr stetig eure Hilfengebung verbessert, vor allem durch Wiederholung. Und man lernt ja nur, wenn man es selbst macht. Und deswegen sind Bahnfiguren auch für euch als Reiter total wichtig. Genau. Und jetzt haben wir sozusagen im Folgenden noch ein paar Bahnfiguren vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit Annalena aussieht. Genau. Und da haben wir jetzt als erstes eigentlich, ja, man sieht gerade mich, ne? Und bei Sandra den Bildschirm. So, was wir jetzt einmal gesehen haben, was ihr alle gesehen habt, war, glaube ich, dass durch die ganze Bahn wechseln, machen wir im Prinzip immer, das ist eine Bahnfigur, die uns dabei hilft, sozusagen einen Richtungswechsel anzuführen und wird in der Regel immer geritten vom ersten Buchstaben nach der kurzen Seite bis zum ersten Buchstaben auf der gegenüberliegenden Seite vor der kurzen Seite und ist dann sozusagen dafür verantwortlich, dass wir einmal von rechter Hand auf linke Hand oder linke Hand auf rechte Hand wechseln können. Man kann immer diese Diagonale immer noch ganz gut nutzen, um zum Beispiel das Pferd ein bisschen mehr vorwärts zu reiten. Das nennt man dann eine Verstärkung der Gangart. Das ist jetzt gar nicht so wichtig für euch im Moment, aber ich sage nur, das kann man auf jeden Fall nutzen. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich vorhin bereits erwähnte. Das ist zum Beispiel die Durchlässigkeit im Pferd in der Hilfengebung einfach ein bisschen verbessern kann. Genau, an den Hilfen, dass das Pferd besser an den Hilfen läuft, die wir sozusagen geben. So, dann, das war jetzt sozusagen einmal durch die ganze Bahn wechseln. Ich weiß nicht, Sandra, hatten wir das nochmal geritten? Okay, da seht ihr aber jetzt alle wieder, wie der Ray durch die ganze Bahn wechseln reitet. Bei X haben wir ein Hütchen aufgestellt. Genau. Und was man jetzt zum Ende des Videos eigentlich noch ganz schön gesehen hat, für alle Kinder nochmal, ist, dass die Chrissy am Ende, als sie sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite die Bahn wieder erreicht hat, ist sie einmal umgesessen. Vielleicht sehen wir es ja nochmal. Ja, ich habe es nochmal angemacht.
Jetzt seht ihr, dass die Chrissy immer dann aufsteht, wenn der Ray mit dem linken Vorderbein nach vorne geht und mit dem rechten Hinterbein. Es stockt ein bisschen, ist gar nicht so schlimm. Aber achtet darauf, dass die Chrissy jetzt gleich sitzen bleibt und jetzt wieder aufsteht. Genau, das heißt, dass sie einmal im Prinzip umgesessen ist. Die meisten von euch wissen ja bestimmt schon, was Umsitzen ist. Umsitzen ist ja im Prinzip, wenn man einmal sozusagen, wir wollen immer dann aufstehen, wenn das Pferd im Prinzip mit dem äußeren Vorderbein nach vorne schwingt, also die äußere Schulter hebt. Grund dafür ist einfach, dass in dem Moment das innere Hinterbein entlastet wird und das können wir in den Kurven ganz gut entlasten. Und wenn wir die Richtung wechseln, müssen wir auch das Bein wechseln, auf dem wir traben. Also im Prinzip 1-2 Takte sitzen bleiben und dann wieder aufstehen. Und dann haben wir im Prinzip einmal umgesessen oder sind wir einmal umgesessen. Und das hat die Chrissy genau dann gemacht, als sie die Bande wieder erreicht hat. Genau. Das war jetzt sozusagen die erste Bandfigur. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, dass es jetzt bei den anderen ein bisschen schneller geht. Wenn nicht, wir freuen uns noch ein bisschen mit der Technik an. Das hoffe ich eben auch. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir machen jetzt den Circle. Auf den Zirkel habe ich mich nämlich auch vorbereitet, wie auf viele Bahnfiguren. Also, was ist der Zirkel? Der Zirkel ist ein großer Kreis, der über die Hälfte des Reitplatzes geritten wird. Und wenn das möglich ist, wollen wir, dass das Pferd dabei in leichter Biegung und Stellung läuft. Genau, vielleicht sehen wir gleich wieder eine Aufnahme dazu. Also wenn möglich, wollen wir, dass das Pferd dabei in leichter Biegung und Stellung läuft. Und die Linienführung, ganz wichtig für alle, auch unbedingt merken, ist dabei nicht willkürlich. Wir sehen es jetzt gleich. Wir orientieren uns nämlich dabei an den Markierungen der Bande. Das Pferd, was jetzt hier dargestellt ist durch ein kleines Viereck, läuft in diesem Fall gerade rechte Hand. Und der Zirkel wird geritten, vielleicht können wir es uns nochmal angucken, über die Mitte der kurzen Seite zum Zirkelpunkt, über das X, was der Bahnmittelpunkt ist, zum zweiten Zirkelpunkt und schlussendlich kommen wir wieder in der Mitte der kurzen Seite raus. Und ganz wichtig, wir wollen bitte nicht zwischen der Mitte der kurzen Seite und den Zirkelpunkten an der Bande kleben, sondern es ist eine Kreisbahn. Das heißt, es ist nicht der Hufschlag, also nicht ganz außenrum, sondern es ist nochmal ein Hufschlag neben dem Hufschlag. Jetzt in der Animation ist es leider etwas eierig. In der Regel ist ein Zirkel aber wirklich rund, das ist also ein Kreis, er hat überall denselben Radius, also überall dieselbe Entfernung vom Mittelpunkt. Wir haben nur probiert, das jetzt irgendwie noch so hinzukriegen, dass wir euch das ein bisschen bildlich zeigen können. Und natürlich haben wir dazu auch wieder, sind wir es einmal vorgeritten und ich glaube, das war die Anna mit dem Dust hier zusammen und das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. So, da seht ihr den Dusty einmal auf der linken Hand. Und jetzt achtet schön drauf, wie die Anna wirklich die Linie führt. Ihr seht, dass sie nicht am Hufschlag klebt zwischen den Zirkelpunkten und Mitte der kurzen Seite, sondern auf einer leichten Kreisbahn, die leicht linksseitig, also leicht nach innen versetzt vom Hufschlag ist. Genau, sehr schön. Gut. Dann war das schon die zweite Bahnfigur. Nämlich, nochmal für alle wiederholt, das war jetzt der Zirkel. Ein großer Kreis über die Hälfte des Reitplatzes geritten. Sehr schön. Dann haben wir als nächstes, würde ich sagen, weil es gerade ganz gut passt, machen wir einmal aus dem Zirkel Wechsel. Wir hatten ja vorhin schon durch die ganze Bahn wechseln uns angeguckt. Was ist also aus dem Zirkel wechseln? Es impliziert hier auch im Prinzip einen Richtungswechsel und wird aber eingeleitet über den gerittenen Zirkel. Also auch wieder in leichter Biegung und Stellung. Und die Linienführung ist dabei wie folgt. Wir nehmen einmal die Mitte der kurzen Seite, reiten von dort aus wieder zum Zirkelpunkt, wieder übers X, also Mitte des Reitplatzes zum Zirkelpunkt und wieder über die Mitte der kurzen Seite. Das war jetzt im Prinzip der erste Zirkel. Wir reiten vorher immer einen Zirkel und setzen dann im Prinzip das aus dem Zirkel wechseln an. Dabei benutzen wir wieder das X. Beim X wird diesmal aber das Pferd umgestellt, also in die andere Richtung soll das Pferd jetzt sozusagen, wenn wir es mal ganz einfach sagen, soll das Pferd gucken. Vielleicht finden wir dazu auch noch eine kleine Animation. Genau, da haben wir es. Also wie gesagt, das Pferd läuft jetzt zuerst
einmal einen Circle, dann über den Circlepunkt, über X und wechselt im Prinzip den Circle. Und was jetzt dabei auffällig ist, wir haben natürlich einen Richtungswechsel. Das heißt, wenn wir uns das Viereck angucken, läuft es zunächst rechts rum, also rechte Hand, jetzt auf X umgestellt, linke Hand und dann haben wir auf einmal einen Linkszirkel. Im Prinzip, das ist aus dem Zirkelwechsel. Was ihr dabei jetzt auch seht, sieht, wenn man es so als Animation sich anguckt, sieht es natürlich ein bisschen aus wie so eine 8 über den ganzen Reitplatz. Auch hier wieder zu beachten, die Animation sieht wieder ein bisschen eierig aus, aber eigentlich sind die Zirkel Kreise. Also Mitte der kurzen Seite Zirkelpunkt, X umstellen, Zirkelpunkt der gegenüberliegenden Seite und dann haben wir den Zirkel auf der anderen Hand. So, genau. Und was ich jetzt vorhin auch schon erwähnt habe, wir haben jetzt auch wieder ein Video davon, auch wieder von Anna und Dusty. Achtet wieder schön darauf, wann Anna einmal umsitzt. Ne? Anna ist im Leichtrab. Ja, ich habe probiert, mich vorne zu verstecken. Das hat nicht ganz so gut geklappt, würde ich mal sagen. So, da seht ihr die Anna. Sie reitet erst einmal einen Zirkel auf der linken Hand. Genau. Trabt dabei auf dem rechten Bein leicht, also auf dem rechten Vorderbein, steht also immer dann auf, wenn das rechte Vorderbein nach vorne schwingt. Und jetzt achtet mal drauf, was die Anna macht, wenn sie wieder durch die Tore reitet, also über das X, nämlich jetzt sitzen bleiben. Und da ist die Anna einmal umgesessen und schickt jetzt auf, wenn das linke Vorderbein nach vorne schwingt. Das heißt, unser Umsatzpunkt und Umstellpunkt, also dann, wenn der Reiter im Prinzip wieder zwei Takte sitzen bleibt und das Pferd in die neue Richtung sozusagen umstellt, dass es dahin guckt und dorthin weiterläuft, ist hierbei das X. Ich glaube, wir können es uns bestimmt nochmal ein zweites Mal angucken. Hilft ja immer ganz gut, um das ein bisschen zu festigen. Ja, da seht ihr wieder mich. So, also Mitte der kurzen Seite, Zirkelpunkt des dazugehörigen Zirkels, wieder über X geritten. Dann zum nächsten Zirkelpunkt des vorderen Zirkels, da haben wir den Zirkel bei A, nee, bei C. Ja, bei C. So, wieder Zirkelpunkt vorne im vorderen Zirkel bei C. Dann kommt die Anna jetzt über das X, stellt nach rechts um, sitzt um und kommt auf den hinteren Zirkel bei A. Jetzt haben wir sozusagen einmal von der linken Hand auf die rechte Hand den Zirkel gewechselt und somit haben wir den Richtungswechsel. So, das war jetzt die dritte Bahnfigur, die wir vorbereitet haben. Ich würde sagen, weil wir gerade so ein bisschen auf der gebogenen Linie unterwegs sind und das wahrscheinlich ganz gut passt, wenn wir einen großen Kreis haben, dann haben wir in der Regel immer noch einen kleinen Kreis. Und der kleine Kreis, den nennen wir bei uns auf dem Reitplatz und generell im Reitsport, nennen wir den Volte. Das ist ein kleiner Kreis, der hat einen Durchmesser von 6,8 bis 10 Metern. Da haben wir im Prinzip jetzt drei verschiedene Radien mal aufgezeichnet. Also einmal eine ganz kleine, die läuft das Pferd jetzt, ne, wo das Viereck ist, ist immer das Pferd. Dann ein mittleren mit 8 Metern und einen ganz großen mit 10 Metern, der bis zur Halblinie, also bis zur Länge der Bahn reicht. So, gucken wir uns das Pferd vielleicht nochmal an, wenn es lädt. Genau. Also im Prinzip ist die Größe der Volte immer davon abhängig, wie groß euer Pferd ist. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Kalle reitet, dann werdet ihr die Volte vielleicht ein bisschen größer wählen, als wenn ihr eine Ruby reitet. Dabei gilt generell immer, je kleiner ihr die Volte gestaltet, desto anstrengender und gymnastizierender ist es aber auch für das Pferd. Dabei ist zu beachten, das ist jetzt auch in der Animation bei der 8 Meter Volte ein bisschen missglückt, aber gar nicht schlimm, dass es eine gleichmäßige Kreisform ist. Also, dass ihr überall in der Volte den gleichen Abstand im Prinzip zum Mittelpunkt habt. Was ihr da vielleicht in den Ponygruppen schon kennengelernt habt oder generell auch so, dass wir da manchmal einfach einen Kegel aufstellen in der Mitte der Volte, um euch ein bisschen zu erleichtern, dass ihr immer ungefähr den gleichen Abstand zu diesem Kegel habt. Also das ist bei einer Volte wirklich zu beachten, um da auch die Schulterkontrolle im Prinzip außen sicherzustellen beim Pferd und das Pferd nicht einfach sich auf die äußere Schulter legt und einmal wegläuft. Das ist dabei zu beachten. Genau. Und vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, jetzt sehen wir eine kleine Animation von Monk und von mir, was ich am Freitag, glaube ich, bin ich das geritten. Und die Volten kann man nicht nur in den Ecken reiten, das ist ein Irrtum, nämlich die Volten kann man überall in der Bahn reiten. Zum Beispiel auch
auf der Länge der Bahn, also von A auf C, auf dieser langen Gerade, kann man zum Beispiel auch eine Volte reiten. Also überall in der Bahn ist das erstmal möglich. Genau. Hier seht ihr eine relativ große Volte, die ich geritten bin. Eine schöne Rechtsvolte, eine leichte Rechtsbiegung und Stellung. Und was ich probiert habe, ich muss zugeben, manchmal mache ich das auch ein bisschen schlampig, aber ich wollte euch hier mal zeigen, dass die Volte wirklich an jedem Punkt den gleichen Radius hat und den gleichen Abstand zum Mittelpunkt. Also die Volte ist kein Ei, sondern wenn man sich die Volte vorstellen wollen würde, dann kennt ihr vielleicht, manche von euch kennen vielleicht diesen Würfel, den wir haben, da habe ich das ja auch schon mal aufgezeichnet, dass es im Prinzip eher die Form eines wirklich schönen, runden Balls hat und nicht die Form eines Ostereis, auch wenn bald Ostern ist. Also eher ein Ball und kein Osterei. Genau. Dann hatten wir ja vorhin im Prinzip auch schon uns von Ray und Chrissy ein Video angeguckt. Und vielleicht würde ich an dem Punkt einfach ganz kurz ansetzen, dass wir jetzt nochmal, wenn wir vorhin schon durch die ganze Bahn wechseln besprochen haben, wir jetzt nochmal durch die Halbbahn wechseln besprechen, ist im Prinzip so ähnlich, impliziert auch wieder einen Richtungswechsel an dieser Stelle, wird auch wieder vom ersten Buchstaben, guck mal ganz kurz, ob wir die Animation finden, dann kann ich es ein bisschen besser erklären, wird auch wieder vom ersten Buchstaben nach der kurzen Seite aber nicht zum ersten zum letzten Buchstaben vor der kurzen Seite, sondern zum mittleren Buchstaben auf der gegenüberliegenden Seite geritten. Das heißt, wir sehen jetzt hier ganz schön, wir haben starten bei A, erster Buchstabe nach der kurzen Seite, ist das K und reiten von dort aus zum B. Das B ist im Prinzip der Buchstabe, der auf der anderen Seite des Reitplatzes, sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite liegt und dort mittig ist. Und da endet im Prinzip unser Richtungswechsel schon wieder. Also schöne gerade Linie, also keine Schlängelinie soll es sein, sondern von K auf B wirklich schön gerade geritten. Und auf B biegen wir dann im Prinzip in die neue Richtung ab. Ihr seht zuerst rechte Hand, das heißt, das Pferd hat die rechte Hand in. Und dann kommen wir bei B wieder an und da haben wir einmal linke Hand. Genau. Und das hat die Chrissy, glaube ich, auch nochmal für uns geritten. Das können wir uns jetzt auch nochmal angucken. Sieht jetzt, der Ray kommt von vorne, von A, erster Buchstabe rechter Hand nach der kurzen Seite, zur Mitte der gegenüberliegenden Seite, also zum mittigen Buchstaben der gegenüberliegenden Seite. Ich glaube, Sandra darf mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, der Buchstabe nach der kurzen Seite ist das M. Ja, nee, das stimmt. Bei uns. Ja. Und reitet, da reitet die Chrissy dann im Prinzip zum E. Also jetzt biegt sie ab bei M. Ihr Ziel ist auf der gegenüberliegenden Seite der mittige Buchstabe. Bei uns auf dem Reitplatz ist es das E. Und hat von der linken Hand auf die rechte Hand gewechselt. Und ihr habt auch hier schön gesehen, die Chrissy ist eine wunderschöne gerade Linie zwischen diesen beiden Punkten geritten. Also keine Schlangenlinie, aber Schlangenlinien gibt es auch. Und zu denen können wir jetzt mal kommen. Ich würde sagen, da fangen wir einfach mit der einfachsten Schlangenlinie an, die wir kennen. Die ist vielleicht auch für euch ganz interessant, weil ihr könnt die bestimmt auch reiten. Ich weiß zum Beispiel, dass in der Ponygruppe 2 das auch häufiger mal gemacht wird in der Abteilung. Die Kinder von Chrissy können das bestimmt auch bestätigen. Das ist die einfache Schlangenlinie. Die einfache Schlangenlinie besteht im Prinzip, wenn man es so sieht, aus drei Bögen, ja. Die aber jeweils nur bis maximal zur Halblinie, also zur Länge der Bahn, geritten werden. Eingeleitet wird dieser ganze Vorgang am ersten Buchstabe nach der kurzen Seite. In diesem Animationsbeispiel, was wir hier für euch haben, kommen wir von A. Das ist bei uns hinten am Reitplatz, also hinten die Reitplatzmitte vom Hochsitz zum ersten Buchstaben, der nach der kurzen Seite, das ist das K, also der erste Buchstabe auf der langen Seite, es lädt gerade noch, ich erzähle so lange mal ein bisschen was, und dann biegt ihr im Prinzip am K Richtung X ab, das darf hier aber schon eine leicht gebogene Linie sein
Und an dem Punkt jetzt, wo es gerade war, ne, also auf der vierten Linie, also im Prinzip auf der halben Linie zwischen dem Hufschlag und der Länge der Bahn, also da, wo diese Antrauigkeit zeigt, da ist der Umstellpunkt, da kommt, geht ihr im Prinzip in die andere Kurvenrichtung über. Das heißt, ihr habt erst rechte Hand bis zu diesem Punkt und dann geht ihr aber in eine Linkskurve. Auf der anderen Seite ist es genauso. Wir gucken uns das nochmal an, das ist ein bisschen schwieriger als die anderen. Also, Rechtskurve, Linkskurve und wieder Rechtskurve. Im Prinzip, ne, wirklich wie solche halben Wolken fast. Okay, also wir haben A bis zum K geritten, dann bis zur vierten Linie. Bei der vierten Linie stellt ihr im Prinzip um oder wollt ihr in die nächste Richtung laufen. Also links läuft, fährt es jetzt nach links gebogen und gestellt, leicht. Und dann stellt ihr wieder auf der vierten Linie erneut um. Und dann haben wir wieder eine leichte Rechtsbiegung und fast wie eine Rechtsvolte. Und dann kommen wir beim C wieder raus. Und das ist im Prinzip die einfache Schlangenlinie. Und ich glaube, das hat auch Chrissy für euch geritten, glaube ich. So, ihr seht, am ersten Buchstaben biegt sie ab in Richtung X. Da steht das Kegeltor. Jetzt ist sie schon in der Links, in der leichten Linkskurve. Und jetzt haben wir wieder eine Rechtskurve. Da wollte Ray ganz kurz losgaloppieren. Genau. Das ist eine einfache Schlangenlinie. Das ist natürlich ein bisschen mehr Lenkarbeit an diesem Punkt und auch ein bisschen mehr Biege- und Stellungsarbeit dann für die fortgeschrittenen Reiter später. Ne, für euch ist erstmal wichtig, dass ihr wirklich die Linienführung kennt und das ungefähr so nachreiten könnt und alles andere wie Biege und Stellung besprechen wir ja später noch. Okay, und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt ganz gut, wo wir das auch alle mal üben können, weil das ja schon ein bisschen eine schwierigere Bahnfigur ist. Und ihr habt ja alle eure Spielzeugpferde vorbereitet, glaube ich. Ne? Könnt ihr nochmal alle jetzt rausholen und ein weißes Blatt Papier. Und dann würde ich gerne, dass jeder von euch mal diese Bahnfigur, die wir gerade besprochen haben, mit der einfachen Schlangenlinie, einfach mal auf eurem Blatt Papier mit eurem Pferd nachlauft. Welche Gangart ist mir egal. Bei manchen sehe ich es ganz gut. Ja, bei Aaron sieht man es ganz gut. Sie macht das, glaube ich, toll. Durch die Ecke, auf die Kurve. Ein Zirkel oder eine Wolte, Aaron, wahrscheinlich. Jetzt ist es einmal aus dem Zirkel wechseln gewesen. Aber das ist ein cooles Pferd. Das ist ein richtig schönes Einhorn. So. Ja, aber bei Finja und Annette sieht das auch schon sehr gut aus. Das war eine sehr schöne, einfache Schlangenlinie. Hat denn jemand schon von euch Fragen? Ist irgendwas nicht klar? Ihr könnt uns das alles im Chat fragen. Und dann starten wir doch mal mit einem Zirkel. Oh, super. Bei Arif sieht man das richtig toll. Und bei der Maren auch. Also alle galoppieren mit ihrem Pferd oder traben mit ihrem Pferd mal einen Zirkel. Arif, sehr gut. Enid und Finn ja auch super. Anni, du kannst jetzt, glaube ich, auch wieder mit uns reden, hoffe ich. Marianne, deine Pferde sind zu groß. So, Anni kann man noch nicht hören, wartet, so. Ich hoffe, dass es wieder geht. Audi. Oh. Ich finde, hier sind ganz viele tolle Zirkel dabei. So, Anni, jetzt können wir dich, glaube ich, auch wieder hören. Jetzt geht's wieder. Ja, finde ich auch. Sieht schon super aus.
Also wenn ihr das alle verstanden habt, können wir vielleicht auch eine Stufe hochschalten und wir machen einmal das aus dem Zirkel wechseln. Sehr gut, Arif. Richtig gut. Sehr schön. Wie eine große 8. Super. Immer schön über den Mittelpunkt geritten. Ja, super. Und Marie, wenn deine Pferde zu groß sind, kannst du dir auch helfen mit einem Stift oder so, wenn das Pferd zu groß ist. Ich glaube, bei Lilly war das jetzt auch gerade schon super. Aber bei Edda sieht auch gut aus. Ja, super. Das macht ihr alle richtig gut. Nehmen wir die nächste Hufschlagfigur, Anni. Welche wollen wir sie reiten lassen, galoppieren lassen, die Ponys? Ich würde sagen, wir machen einmal durch die ganze Bahn wechseln. Das habe ich ganz am Anfang erklärt. Ganz am Anfang, als wir noch ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten. Aber haben wir alle hingekriegt und das kannten die meisten von euch ja, glaube ich, auch schon. Oh, Finja, ich glaube, bei dir hat sich ein kleiner Denkfehler eingeschlichen. Genau, du musst immer schön von der langen Seite diagonal rüber. Genau. Super, bei Lilly ist richtig, bei Annette ist richtig. Also ich finde das großartig, wie toll ihr das alle macht. Genau, bei Edda war es jetzt auch ziemlich gut. Genau, bei der Emily auch. Super. Und erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad? Nehmen wir die halbe durch die halbe Bahn wechseln? Auf jeden Fall. Das ist ja noch ganz frisch im Gehirn wahrscheinlich. Durch die halbe Bahn, denkt alle nochmal dran. Auch hier nehmen wir wieder den ersten Buchstaben nach der kurzen Seite, also nicht von der langen Seite auswechseln, sondern der erste Buchstabe nach der kurzen Seite zum mittigen Buchstaben der gegenüberliegenden Seite. Beendet war es richtig gut, sehr schön. Ella zeichnet schon mal aus hier für ein Blatt. Sehr gut. Auch das haben irgendwie alle richtig gut gemacht, oder Anni? Ich habe keine Fehler gefunden. Ja, richtig schön. Alle gut gemacht. Und dann haben wir ja noch eine Steigerung. Das haben wir ganz zum Schluss noch erklärt. Hatten wir noch ein bisschen das Schwierige. Und das war die einfache Schlangenlinie. Die können wir jetzt auch noch mal üben. Steigern uns so zu langsam. Ja, richtig gut, Edda. Richtig schön, das war total richtig so. Genau, auch wenn eure Blätter vom Papier ziemlich klein sind, denkt dran, bei der einfachen Schlangenlinie reiten wir maximal wirklich bis zur Länge der Bahn, wenn überhaupt. Nicht mal unbedingt, also bis zum X-Punkt maximal. Also nicht bis ganz rüber auf die andere Seite, sondern nur bis zum X und dann wieder zum Hufschlag zurück. Genau, super. Ja, jetzt war es besser auch bei Pia. Super. Ich finde, ihr macht das alle ganz toll. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir noch vergessen haben oder was wir jetzt noch nicht geübt haben mit euren Pferden, ist, glaube ich, die Volte.
Stimmt, die Bolte haben wir noch nicht gemacht. Genau, also jeder auf seinem Bildschirm nochmal die Volta. Genau, manche zeichnen sich das immer vor. Das finde ich ganz cool. Denkt auch schön mit. Du musst mal aufhören, deinen Bildschirm freizugeben, bitte. Danke. Genau, passt schön auf, dass die Wolte nicht zu groß wird, ne, dass es kein Circle ist, auch wenn ihr ganz große Pferde auf eurem Blatt Papier galoppieren habt. Immer nur bis zur Mitte vom Reitplatz reiten. Sehr schön, genau, Pia. Das wird richtig. Na, Anni, hast du auch mitgemacht mit deinem Pferdchen? Wenke hat auch ein großes Pferd auf ihrem Blatt, oder? Sehr schön. Super. Und ich denke, wir haben auch alle Wolken gut hingekriegt und bei jedem sieht das schon schön aus. Ich finde das ganz toll, wie ihr uns da jetzt gefolgt seid und dann so schön zugehört habt, was die Anni so erklärt hat. Ich glaube, wir haben jetzt alle Hufschlagfiguren durch, oder Anni, die wir heute besprechen wollen? Das glaube ich auch. Zumindest die etwas leichteren und die anderen, die lernen wir alle noch im Verlauf. Okay, ich würde jetzt nochmal euch die Möglichkeit geben, wieder mit uns ganz normal zu quatschen, weil was mich noch interessieren würde, ob ihr vielleicht eine Hufschlagfigur uns noch gebt, die wir uns aufschreiben können, die wir für euch dann für nächste Woche vorbereiten können, für unser nächstes Online-Training. Aber da haben wir auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet, da will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten und ich hoffe, dass ihr da auch wieder mit dabei seid. Aber erstmal schalte ich euch alle wieder auf Mitquatschen und dann könnt ihr uns sagen, was ihr euch vielleicht von uns noch wünscht im Online-Training und welche Hufschlagfiguren ihr noch so kennt.